Moin liebe Insider, moin liebe Werder-Fans, herzlich willkommen zur neuesten Folge Werder TV Inside nach dem Spiel gegen RB Leipzig. Und für alle Tapferen, die den Weg trotzdem zu uns gefunden haben, haben wir heute drei Dinge, die den Wochenstart selbst bei dieser Tabellensituation halbwegs erträglich machen. Drei Dinge, die euch den Wochenstart erträglich machen, obwohl Werder am Wochenende deutlich verloren hat. Erstens, die Sonne. Sie scheint trotzdem, geht raus, genießt die Mittagspause draußen und denkt an irgendetwas anderes außer dem Spiel gegen Leipzig. Zweitens, das kommende Heimspiel. Der Gegner heißt Borussia Dortmund. Na klar, das ist eine hervorragende Mannschaft, aber unser Team hat bereits gezeigt, dass sie gegen Dortmund gewinnen können. Und das ist gar nicht mal so lange her. Drittens, ein schönes Werder-Tor vom Wochenende. Wenn die Profis schon nicht treffen, dann haben wir wie immer die schönsten Treffer unserer Juniorenteams für euch. Na, wie findet ihr das? Ja, liebe Insider, drei Dinge helfen uns, die Mühen des Lebens zu tragen. Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Das wusste schon Immanuel Kant. Ein anderer Philosoph arbeitet bei uns in der Fanservice und der heißt Uwe. Viel Spaß. Ich bin ein Werder. Ihr auch, das weiß ich, das weiß ich. Lebenslang grün-weiß, das habe ich unterschrieben, ehrlich. Das habe ich mit der Muttermilch gekriegt. Leute, ich freue mich so auf das nächste Spiel gegen Dortmund, weil wir können das und ich bin ein Werder und das bleibt so. Egal, was hier kommt und geht, ich will da nicht drüber reden. Ich freue mich auf jedes Spiel und hoffe einfach, dass wir drei Punkte holen, weil das wird jetzt endlich mal Zeit, dass wir drei Punkte holen und dann wird's super. Und wenn ihr Bock habt, ihr wisst ja, wo ich stehe, ihr könnt vorbeikommen. Ich freue mich immer, wenn ihr kommt. Ja, und jeder, der jetzt findet, keine coole Situation, klick hier. Nicht da, hier. Hier klick, nicht da. Klick hier.